Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL, der Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich auch heute an meiner Seite die zwingend notwendige Expertise, Julia Simic. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Sehr schön, ja. Und heute ein ganz besonderer Gast aus dem Südwesten Deutschlands. Und zwar ja die Miss SC Freiburg, muss man eigentlich fast sagen, solange wie sie schon da ist. Die letzte verbleibende Straßenkickerin, das hat Julia Simic in unserem Vorbereitungssheet mir geschrieben. Und das finde ich eigentlich sehr passend. Hasret Kayıkçı vom SC Freiburg. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Wie gesagt, genau so hat sie es eingeschrieben, die Julia. Die letzte verbleibende Straßenkickerin. Ich würde das aus meiner Reportersicht total unterschreiben. Wie siehst du dich selbst? Würdest du das auch sagen? Das ist dein Stil? Und wenn ja, woher kommt das vielleicht? Ich würde sagen schon. Sitchi war ja vom Typ auch ein bisschen ähnlich wie ich. Und da gibt es ja noch zum Glück einige, die in der Bundesliga spielen, auch in der Nationalmannschaft. Und ja, ich glaube, es kommt sicherlich davon, dass ich meine Jugend eigentlich relativ oder die meiste Zeit auf dem Bolzer verbracht habe und relativ viel dort gelernt habe, beziehungsweise würde ich fast sagen, alles auf dem Bolzer gelernt habe. Und ja, ich eigentlich so die ganze Zeit auch nur mit älteren Jungs gespielt habe. Und ja, dadurch kommt sicherlich mein Stil so ein bisschen, ja, man sagt ja auch Kreativspielerin. Ja, also war quasi ganz klassisch, Schule aus, Schulranzen in die Ecke geschmissen und Bolzplatz. Ja, tatsächlich ja. Ja, meistens Bolzplatz oder auf dem Sportplatz, je nachdem, was anstand. Und ja, zu meiner Zeit, ich hatte ja eigentlich eine relativ coole Kindheit, eigentlich eine perfekte, da gab es keine Handys, da also auch am Wochenende morgens hatten wir eigentlich alle eine Uhrzeit, alles aufgewacht. Wenn du mal angerufen hast, war es halt auf dem Haustelefon. Da kannte man noch alle Nummern auswendig, ansonsten bist du losgefahren mit deinem Fahrrad, hast entweder einige abgeholt, wenn die noch geschlafen haben, dann sind die halt später nachgekommen und ja, dann haben wir uns alle eigentlich so ab 9 Uhr auf dem Bolzer getroffen. Das klingt hervorragend. Diese Zeit kennen wir Gott sei Dank auch noch, Julia. Ja. Ne? Also nicht, dass du jetzt alt wärst, aber... Ja, nee, kennen wir kennen halt sie noch besser, genau. Ja, ich habe tatsächlich, von dir gab es ja so ein Plakat, ich spiele Fußball und du... Und ich muss sagen, das sind überall und wir haben immer auf dein Gesicht geschossen. Ich ging gerne als Vorlage. Hat ja was gebracht. Wirklich, ja. Dann ging es dann immer so relativ weit oben. Dann ging es immer, ja, wer trifft Sitchi? Und seitdem stellst du dir einfach mein Gesicht vor, wenn du schießt, oder? Ja. Nee. Top. Ja, Wahnsinn. Jetzt liebe ich dich, ja. Ja, hat ja auch offensichtlich was gebracht, denn wenn du dir tatsächlich Julia Simic im Tor vorstellst, wenn du da hinzielst, dann funktioniert das hervorragend, denn auch diese Saison schon wieder 7 Saisontore, läuft jetzt wieder auf jeden Fall. Und weil da wirklich schöne Dinge auch dabei waren und weil wir einfach ein paar Tore von dir erzählen wollen, gibt es jetzt einen kleinen Einspieler, das sind ein paar der Tore, ein paar der 7 Tore von Hasret Kayıkçı aus dieser Bundesliga-Saison. Hasret Kayıkçı, und die lässt sich nicht zweimal bitten, ab damit! In die lange Ecke für die Kapitänin des SC Freiburg. Aber jetzt Kayıkçı aus dem Gewühl 1:1. Gute Ablage 2:1. Nein, doch. Wehrpass von Graser. Gut angelaufen. Und wer macht's? Natürlich Hasret Kayıkçı. Das nennt man einen lupenreinen Hattrick. Also das waren Tore von Hasret Kayıkçı aus dieser Bundesliga-Saison. Wir sind hier zwischendrin gerade noch ein bisschen hängen geblieben an dem Plakat, auf das geschossen wurde von Julia, auf Julias Gesicht, aber Gott sei Dank ja nur auf dem Plakat. Hing anscheinend überall und ja, wurde bespielt von Hasret Kayıkçı. Ihr beide habt euch ja eh neulich erst gesehen, habe ich gehört, ne? Richtig, Hasi, wir haben uns ja zuletzt gesehen beim DFB-Pokal-Achtelfinale in Freiburg, wo ich ja auch mit dabei sein durfte und das Spiel so ein bisschen drumherum ja, abdecken durfte. Leider Gottes, ich kenne die Historie auch persönlich noch aus beiden Seiten. Ihr habt in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 4-mal Wolfsburg bekommen im Pokal. Und dieses Mal war ich auch noch damit drinnen und hing damit drin und war dafür verantwortlich, weil ich Losfee war. Ich habe den einen oder anderen Spruch von Hasi danach auch gedrückt bekommen. Bist du immer noch sauer oder ist mittlerweile Gras drüber gewachsen? Ja, mittlerweile bin ich schon eigentlich drüber hinweg. Klar, für uns war das einfach ein mega besonderes Spiel, weil auch so viele Zuschauer da waren und wir wollten unbedingt gewinnen, weil wir auch relativ hart dafür gekämpft haben, dass wir auf diese Plattform bekommen. Und im Nachhinein war es natürlich bitter für uns, dass wir dann 3-0 und auch deutlich verloren haben. Und ja, unsere Historie im Pokal ist echt für mich auch eine traurige Geschichte. Und ich hoffe, bevor ich aufhören muss oder aufhören werde,
schaffen wir es nochmal in dieses Finale. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt schon 6 Mal oder so gegen Wolfsburg rausgeflogen. Und ja, es nervt halt einfach. Ja, haben wir auch nachgeschaut, war wirklich extrem oft der VfL Wolfsburg. 2019 war es ja das Finale, auch gegen den VfL Wolfsburg. War ja auch unfassbar bitter, wie das gelaufen ist. Drücken wir dir natürlich die Daumen, dass das noch hinhaut. Dass du denen auch mal einen mitgeben kannst. Oder auch irgendwem anderes. Natürlich. Ja, aber Dreisamstadion, du hast es angesprochen, da hat das Spiel stattgefunden vor über 3000 Zuschauern, ist natürlich toll. Und ja, Dreisamstadion ist ja jetzt eh wichtig aktuell. Ne? Da haben wir ja auch gesehen, dass ihr da jetzt nicht nur spielt, sondern auch trainiert. Ja, tatsächlich. Es hat lange gedauert, aber wir freuen uns auch, dass wir es jetzt hierhin geschafft haben. Ich meine, Sitschi kennt ja unsere Bedingungen auf dem Schönbergstadion. Die waren echt eigentlich nicht mehr tragbar. Und deswegen freuen wir uns jetzt, dass wir die professionellen Strukturen hier auch von den Männern benutzen dürfen und sind auch super dankbar, dass wir dieses Stadion bekommen haben. Und ja, hier nochmal danke an die ganzen Generationen Spielerinnen, Trainer, die Jahre, Jahrzehnte lang wirklich dafür gekämpft haben, dass sich unsere Bedingungen verbessern. Und ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich hoffe, dass es jetzt eigentlich so die nächste Stufe für uns alle im Frauen- und Mädchenbereich dann erreicht wird durch, ja, dass wir einfach, man sagt das immer so schön, aber es ist für uns schon ein Unterschied, ob wir jetzt einen ebenen Rasen haben oder nicht, weil das war davor nicht der Fall. Und so kommt man einfach gerne ins Training, man fühlt sich einfach so ein bisschen professioneller. Du hast einen normalen Trainingsplatz, wo, wenn du einen Passform hast, der Ball jetzt nicht an dein Schienbein springt. Und das sind einfach viele Dinge, wo auch das Niveau im Training anbieten. Und ja, du dadurch einfach besser wirst. Du sitzt ja, glaube ich, auch gerade im Stadion, oder? Ist es so, dass ihr euch so den ganzen Tag dort verbringt? Genau. Oh ja, die Sonne scheint im Breisgau. Aber jetzt sehen wir es mal. Scheint immer die Sonne. Das ist jetzt unser Stadion. Wir hoffen, dass wir am Sonntag unser erstes Spiel gewinnen können. Und ja. Aber witzig auch, dass du sagst, der Platz ist eben. Ich weiß, du meinst, es ist keine Hügel mehr drin und so. Aber der Platz im Dreisamstadion, den du uns gerade gezeigt hast, der fällt ja ab. Ne? Da ist die eine Seite einen Meter höher als die andere. Genau, aber tatsächlich im Spiel merkt man das nicht. Merkt man Hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Aber bis jetzt ist es kaum jemandem aufgefallen. Ja, habe ich auch schon mit ein paar Spielern von eurer zweiten Herrenmannschaft gesprochen. Also die haben auch gemeint, während dem Spiel fällt einem das nicht auf eigentlich. Ja, haben wir jetzt auch nicht gesehen. Julia, hast du das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Ich dachte mir nur immer bei dem Pokalspiel, dass Hasi in die eine Richtung immer so schneller wird als in die andere. Aber dann hat sich das jetzt geklärt. Nachs daran, genau. Ja, du spielst schon über 10 Jahre beim SC Freiburg. Du hast aber wirklich arges Verletzungspech gehabt in der Zeit. Also wirklich ganz, 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 ganz oft raus gewesen. Vor allen Dingen wegen deinem Knie. Sehr schade natürlich. Hättest wahrscheinlich weitaus mehr als deine bisherigen Bundesligaspiele dann gemacht. Wäre das nicht so gelaufen. Woher nimmst du die Motivation, immer wieder zurückzukommen? Was bringt dich immer wieder zurück auf den Fußballplatz? Gut, an sich. Ich liebe Fußballspielen. Ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht von klein auf. Und klar, es ist irgendwie blöd mit Verletzungen und ja, aber das Einzige, was halt schlimmer ist, als in die Reha zu gehen, habe ich mir immer gedacht, ist halt aufzuhören. Deswegen bin ich da klar jetzt nicht super gerne hingegangen, aber habe das dann halt versucht, auch irgendwie durchzuziehen und irgendwie halt gedacht, ja, okay, komm, du machst es, du schaffst es wieder zurück. Und ja, irgendwie sagt man immer, ja, ich hatte jetzt so viel Verletzungen, aber irgendwie, ich hatte auch Glück, wenn man jetzt überlegt, wie Verletzungen ich hatte, dass ich überhaupt noch spielen kann. Deswegen bin ich einfach froh, so jedes Jahr, jede Sekunde, die ich spiele, ich versuche es zu genießen. Und ja, wer hätte gedacht, dass ich eigentlich noch mit 30 in der Bundesliga spiele? Genau, ich wollte gerade sagen, Hasi kommt ja auch nicht einfach irgendwie zurück. Sie kommt ja auch immer wieder so zurück, dass man denkt, ja, boah, ist sie wieder 2 Jahre jünger geworden oder hat sie wieder ein neues Knie bekommen? Oder wie macht sie das? Jetzt wurdest du ja zuletzt auch wieder zur Nationalmannschaft eingeladen, warst jetzt seit längerer Zeit auch mal wieder dabei. Ich habe die Nationalmannschaftspause eigentlich immer gern genutzt, um mich so ein bisschen auszuruhen und mein Knie, was ich ja auch immer ein bisschen, wo ich Probleme mit hatte, so ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen. Wie viel steckt in deinem Körper noch drin? Also kannst du mehr Einladungen der Nationalmannschaft vertragen und verträgt es dein Knie? Ich würde sagen, ja. Ich freue mich eigentlich, wenn die Nationalmannschaft mich einlädt, weil ich dann einfach auch so eine Art anderen Fußball spiele, dann unter andere Spielerinnen komme und ich freue mich eigentlich auch immer, wenn ich die sehe und der spielt nicht gerne für Deutschland. Eben, und deshalb hast du wahrscheinlich deinen Sommerurlaub auch noch nicht gebucht, oder? Und schielst vielleicht doch noch mit einem Auge
auf dem EM-Ticket, oder? Tatsächlich bin ich auch gar nicht so vorbildlich, was so Urlaub buchen angeht. Ich habe immer last minute gar keine Gedanken gemacht. So. Eher so ein kurzfristiges Ding, glaube ich. Sehr gut. Ist ja auch noch ein bisschen dahin. Also wir haben ja noch ein paar Monate, noch ein paar Spiele zu spielen. Aber machen wir mal den Sprung weiter. Ich habe ja auch wieder, Martin, normalerweise machst du den Part, wo du mich immer als Investigativjournalistin vorstellst. Jetzt mache ich es einfach mal selbst. Ja, ich habe ja wieder ein bisschen in den Hintergründen geforscht und kenne einige Mitspielerinnen von dir oder WG-Partnerinnen, ehemalige, auch noch sehr gut. Hab da mal ein bisschen reingehört, was so über die Hasi privat auch gesagt wird. Und unter anderem Laura Benkert, mittlerweile Torhüterin beim FC Bayern, hat ja auch mit dir lange Zeit zusammen in der WG gewohnt und eigentlich alle, aber sie besonders, hat auch immer von deinen Kochkünsten geschwärmt, von deinen türkischen Kochkünsten. Und sie meinte, manchmal musste sie schauen in der WG, dass sie nicht auf dem Pide-Teig, der überall in der Wohnung ausgelegt war, drauf wird. Tatsächlich war es so, dass ich relativ viel gekocht habe. Und meistens, wenn du so Gebäcksachen machst, wir hatten jetzt keine große Küche, ich die halt auf so Blechen auf dem Boden verteilt habe. Und Laura war einfach immer so, sie ist in die Küche gelaufen, hat einfach nicht auf den Boden geguckt. Und ist dann teilweise ja halt draufgelaufen und ich habe irgendwann auch wirklich so Klebezettel verteilt, dass da jetzt nichts passiert. Sie hat auch gesagt, sie wollte dir auch mal zuschauen und dann mitschreiben, als du gekocht hast, dass sie ein bisschen das Rezept kennenlernt. Und dann hat sie gesagt, das war unmöglich, weil jedes Mal, als sie dich gefragt hat, hast du einfach mal gesagt, nach Gefühl. Du musst einfach würzen nach Gefühl. Und sie wusste dann auch nicht wirklich, was sie da aufschreiben soll. Deswegen, woher kommt deine Leidenschaft fürs Kochen und wer hat es dir beigebracht? Tatsächlich habe ich das, glaube ich, so von meinen Eltern, weil, oder von meiner Kultur. Meine Kultur kocht ja relativ viel und ja, so nach und nach wollte ich einfach die Sachen auch können. Und ich finde, das Kochen an sich macht mir Spaß, aber noch mehr macht mir Spaß einfach dieses Gemeinsame, dass dann alle zum Essen kommen und wir, ja, ist es mir dann auch egal, ob ich 2 oder 3 Stunden koche. Hauptsache alle kommen zum Essen, alle freuen sich, dass es meistens türkisches Essen gibt und ja, ich mag einfach diese Gesellschaft mit vielen Leuten. Vielleicht ist das dann der Unterschied zwischen der deutschen Küche und der türkischen Küche, weil der türkischen geht es dann doch ein bisschen mehr ums Gefühl vielleicht. Kann es sein? Ja, das habe ich tatsächlich irgendwie von meinen Eltern, auch wenn ich die anrufe und frage, was wo reinkommt, die können es mir halt auch nicht sagen. Dann heißt es ja, da ein bisschen, da ein bisschen. Und ja, so habe ich das irgendwie nach und nach auch gelernt. Deswegen, ich mache auch nie alles gleich. Ich mache echt alles so ein bisschen nach Gefühl. Und ja, wenn mich jetzt jemand fragt, die Person muss dann halt einfach irgendwie daneben stehen und mitschreiben, weil genau kann ich das jetzt nicht genau sagen mit, keine Ahnung, wie viel Gramm wo reinkommt. Ja, also deine türkischen Wurzeln spielen auf jeden Fall beim Kochen eine Rolle, haben wir jetzt gehört. Sonst in deinem Leben, was für einen Einfluss hat es auf dich? Ja, gut, das ist meine Religion. Meine Eltern, meine Brüder, alle sind, also wir sind türkisch aufgewachsen. Klar, wir sind jetzt in Deutschland geboren. Ich habe eigentlich beide Seiten so ein bisschen. Ja, ich würde sagen, eher türkisch als deutsch. Gab es die Überlegung, dass du auch mal für die Türkei spielst? Also wäre ja wahrscheinlich auch gegangen, oder? Ja, tatsächlich wurde ich auch gefragt, aber ich habe ja U-Nazio Deutschland gespielt, aber zu der Zeit wirklich habe ich mir nicht mehr träumen können, dass ich irgendwann in der A-Nazio spiele. Und für mich war das dann klar, okay, ich bleibe in Deutschland und ja, entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Und deswegen habe ich mich damals gegen die türkische Nationalmannschaft entschieden. Wo jetzt muss ich auch loben, wo die auch ein bisschen Frauenfußball entwickeln wollen in der Türkei. Aber ich hoffe, dass es halt relativ schnell vorangeht. Zu der Zeit war das halt einfach noch nicht gut genug. In Babyschuhen sozusagen. Ja. Gehen wir mal weiter. Eine andere ehemalige Mitspielerin von dir, Noemi Gentile, ja, mittlerweile beim SC Sand, gerade ihr erstes Tor geschossen. Sie waren schon Übles anscheinend. Ja, ja. Es wird nicht so schlimm, keine Sorge. Sie hat mir erzählt von deinen ganzen Ritualen und wie abergläubisch du bist. Zum Beispiel, dass du immer vorm Spiel das Gleiche isst. Was ist dein Matchmeal? Tatsächlich nicht mehr so arg wie früher, zu unserer Zeit. Da, wo ich mit Laura gewohnt habe, war es echt extrem. Da haben wir, glaube ich, auch ein Jahr nicht verloren. Und da haben wir teilweise alles von Freitag bis Sonntag gleich gemacht. Da ging es auch drum, Laura ist immer die Brötchen kaufen gegangen. Wir haben immer das Gleiche gefrühstückt. Ist ja wirklich, ja, sage ich mal, ein bisschen ungesund auch. Und ja, jetzt so im Nachhinein bin ich schon auch eine abergläubische Person irgendwie. Ich habe eigentlich immer meine Spielunterwäsche an und ja, mein Ablauf ist eigentlich immer gleich irgendwie. Das gibt mir auch so ein bisschen Sicherheit.
Apropos Sicherheit, bei deinem Instagram-Account haben wir auch Bilder gesehen von deiner Familie, aber vor allen Dingen dann tatsächlich auch mit so einem kleinen Knirps, den du auf dem Arm hast. Darf man wissen, wer das ist? Klar, Choma Igwe, die heißt jetzt Choma Wagner, das sind ihre Kinder, sie hat zwei kleine Söhne. Sie ist eigentlich so meine beste Freundin, die ist mit mir damals nach Freiburg gewechselt und ja, das ist richtig cool. Ist jetzt auch mein Patenkind und eigentlich verbringe ich meistens die freien Tage mit der Familie von ihr. Und ja, ihre Familie ist in Amerika und die sind eigentlich ja wie Schwestern. Okay. Ja, haben wir uns schon gedacht, dass das aus dem näheren Umfeld sein muss. Insgesamt, wie viel Zeit nimmt Familie ein bei dir von der Zeit, die du überhaupt hast, neben dem Profisport? Eigentlich meine ganze Freizeit. Wenn wir ein freies Wochenende haben, dann fahre ich eigentlich immer nach Hause. Ansonsten so an freien Tagen, ja, versuche ich irgendwie zu gucken, dass ich bin halt relativ gerne mit Kindern, ich liebe Kinder, dass ich da mit Choma und den anderen, dass ich sie halt immer sehe oder auch ein paar Freunde, die jetzt nicht mehr Fußball spielen, eigentlich verbringst du die meiste Zeit dann, die wir jetzt leider nicht mehr so viel haben, irgendwie mit Freunden und Familie. Jetzt bist du ja nur noch im Dreisamstadion den ganzen Tag, gell? Und das stimmt tatsächlich, das ist auch wirklich viel besser geworden. Deswegen hoffen wir, dass wir irgendwie die Doppeltrainingseinheiten ein bisschen enger zusammenschieben oder zusammenschieben können ab Sommer, dass man dann halt auch nicht so viel Zeit irgendwie verschwendet, weil jetzt haben wir einfach, wir haben eine Küche, wir haben einen Aufenthaltsraum, du kannst dich hier einfach richtig gut aufhalten und ja, ab nächster Saison wird es auch so sein, dass wir wahrscheinlich was zu essen bekommen und ich finde, es schweißt auch so nochmal eine Mannschaft zusammen, wenn du auch den Mittag zusammen verbringst und ja, außerhalb vom Training kannst du auch alle nochmal so richtig kennenlernen und ja. Ja. Aber nicht, dass du dann deine ganzen Kochkünste verlierst, wenn nur noch gekocht wird für dich. Es gibt ja, tatsächlich haben wir mal überlegt, wir machen wahrscheinlich irgendwie einen Mannschaftsabend hier und ja. Und du kochst. Falls ich irgendwann mal ein Spiel verlieren sollte, dann wird es auf jeden Fall Turkish Night werden. Sehr schön. Es gibt noch eine weitere Stimme zu dir oder die decken sich eigentlich alle. Alle meinten, Hasi ist ein herzensguter Mensch, immer hilfsbereit, dass es dir auch ganz schwer fällt, auch mal Hilfe anzunehmen. Du gibst, glaube ich, lieber, als dass du nimmst. Es gibt aber auch ein paar Stimmen von Mädels, die sagen, am Anfang hatten sie ein bisschen Angst vor dir oder zumindest Respekt. Woran glaubst du, liegt das, dass man dich vielleicht am ersten Moment noch gar nicht so richtig einschätzen kann? Das würde mich auch tatsächlich interessieren. Ich frage ja auch immer gern nach, aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass ich auch auf dem Feld ein bisschen anders bin wie außerhalb des Fußballs und ja, dass ich vielleicht auch ein bisschen hart rüberkomme, aber ich eigentlich, ja, wenn ich Anweisungen im Spiel gebe, dann ist es halt meistens auch ein bisschen harter Ton, aber ja, dass viele das dann vielleicht damit verbinden, ja, okay, hast du dann nicht jetzt angemeckert, aber für mich ist Spiel Spiel und nach dem Spiel ist das vergessen und ja, ich glaube auch, dass man mich erst irgendwie kennenlernen muss, dass man das ein bisschen besser einschätzen kann und ja, woran es genau liegt, weiß ich tatsächlich nicht. So, Julia hat auch noch einen Spitznamen von dir herausgefunden. Wenn man den hört, kann man eigentlich nicht mehr glauben, dass man Angst vor dir haben müsste. Welcher ist das, Hasi? Wie wird es am meisten genannt? Oder Eiche. Eiche auch, ist genau. Ich, Eiche ist eigentlich das Codewort für, wenn wir irgendwie was kochen. Genau, wenn du kochst, gell? Und viele sagen ja Hasi-Mausi, gell? Also das Vielleicht hatte ich auch gerade immer gesagt. Genau, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo das herkommt. Wo hat das angefangen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwann haben wir immer Mausi gesagt. Irgendwann. Ich habe relativ oft Klappmausi gesagt und dann irgendwann ist es Hasi-Mausi geworden. Tatsächlich sagt es aber fast niemand mehr, außer Jovina. Okay. War ja noch so aus unserer Zeit von früher. Ich glaube, jetzt trauen sich alle nicht mehr. Jetzt, wo du Kapitänin bist, gell? Na, ja, es ist ganz seriös jetzt. Sehr schön. Hasan Kaikchi ist also seriös geworden. Auf dem Feld hoffentlich wirst du das da nie, denn ja, also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den SC Freiburg kommentieren darf und wenn ich weiß, dass du dann auch dabei bist und nicht gerade leider wieder verletzt bist und so. Ich glaube, Martin, ich darf es erraten. Hasi, du bist eigentlich mit seiner Lieblingsspielerin. Oh, hat er mir vor der Sendung gesteckt. Das stimmt tatsächlich, ja.
Also macht mir wahnsinnig Spaß, dir zuzuschauen, wirklich. Also ich habe da so viele Szenen im Kopf, alleine aus den letzten 4,5 Jahren, die wir es jetzt übertragen bei Magenta Sport. Irgendwie mit geilen Toren, geilen Szenen von dir. Vor 5 Jahren hast du mal einen Freistoß aus 50 Meter aufs Tor gehauen, weil du gesehen hast, die Keeperin steht da vom Tor. Einfach solche Dinge, die halt andere Spielerinnen nicht so oft machen. Und ja, das finden wir alles super. Mach gerne weiter so. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Julia, danke auch dir. Sehr gerne. Wir sind schon am Ende. Das war eine sehr lustige Folge. Das hat sehr großen Spaß gemacht. und ich freue mich schon auf nächste Woche. Schau mal, wer da bei uns zu Gast ist. Heute war es Hasret Kayıkçı vom SC Freiburg. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.